Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Sim Airport. Wir haben beim letzten Mal eine neue Start- und Landebahn und ihr seht, sie ist groß genug, dass wir sämtliche Flugzeuge abfangen können, sogar ein A380 und das, ihr Lieben, finde ich richtig gut. So, jetzt haben wir allerdings erstmal natürlich ein bisschen am Fundament bauen müssen und weil wir hier natürlich noch einen gewissen Durchgang brauchen, müssen wir natürlich auch schauen, dass wir da entsprechend genug Platz haben, dass die Leute da auch durchgehen können. Wir machen hier mal die Zone weg. Das ist jetzt kein Café mehr. Sprich, bist du demontiert? Du wirst demontiert. Jetzt müssen wir leider uns wieder ein bisschen durchklicken. Kann man das... Ein Shortcut gibt es leider nicht, dass man irgendwie mit einer Taste demontieren kann. Ach ja. Das wird jetzt erstmal ein bisschen Abrissarbeit werden. Selbst schuld, hätten wir uns ja vorher mal ein paar Gedanken zugemacht, dann wären wir jetzt nicht an diesem Punkt, wo wir alles wieder abreißen. Aber egal. Ist ja nicht so, dass die Sachen weg sind, wir können die ja dann wieder verwerten. Hoffentlich ist überhaupt noch genug Platz im Lager. Ich denke mal, sonst hoffe ich, werde ich die Meldung auch sehen. Wir schauen einfach mal kurz. Ja, wir haben auch hier ein paar Ganzkörperscanner eingerichtet, sodass wir hier mal ein bisschen eine schnellere Durchlaufrate hinbekommen. Scheint sich bisher als sehr nützlich zu erweisen, denke ich. Oh, das Lager ist voll. Nicht gut. Na komm, dann bauen wir doch mal ein bisschen um. Bauen einfach ein paar von den Sachen direkt wieder auf, dann haben wir nämlich keine Platzprobleme oder zumindest weniger Platzprobleme. Also wir können ja mal schauen, was wir sonst noch so im Lager haben, was da nicht zugehört. Kleine Bar, Kaffeetisch. Ja gut, die Stände, ne, da wollen ja scheinbar keine Leute sich immer noch was holen. Wobei, wisst ihr was, ich bin dafür, wir bauen die einfach mal wieder auf und schauen mal jetzt, wo wir so viele Leute haben, ob wir da nicht doch vielleicht den ein oder anderen Kunden bekommen. Wobei, ob das wirklich so sinnig ist, ich weiß es offen gesagt nicht. Stimmt, wir hatten ja mal getestet. Gucken wir mal, Einzelhandel, der Sushi-Stand. Wo ist er denn? Der macht 910 Verlust. Wow, schön. Toll. Heutiger Umsatz, null. Nee, stimmt, die machen ja alle überhaupt keinen Umsatz mehr, seit wir die Restaurant-Dinger hier haben. Ja, ganz ehrlich, dann kann das auch weg. Kann man eigentlich noch eine zweite Lagerzone machen? Ich weiß es gerade nicht, oder ist es begrenzt auf eine? Nein, ist leider begrenzt auf eine. Schade. Gut, wir bauen dann einfach noch ein paar weitere Stühle schon mal auf. Moment, das brechen wir mal ab. Entschuldigung, bin ich mal wieder ein bisschen weggerutscht. So, dann haben wir jetzt wieder ein bisschen Platz im Lager. Das heißt, wir können wieder munter mit unseren Demontagearbeiten weitermachen. So, aber der Platz ist leider nur begrenzt, deswegen wird jetzt wieder direkt aufgebaut.
Ups, die habe ich jetzt versemmelt. Leider ist mir das so spät aufgefallen, deswegen direkt nochmal dreimal demontiert und dreimal neu aufgebaut. So, Tisch, Tisch, Tisch. Es geht doch. So, dann hauen wir mal wieder ein bisschen was weg. Ach, nachts ist immer so schön still am Flughafen. So, und direkt neue Plätze hier hin. So, bitte einmal hinmachen, die Herren und Damen. Dankeschön. Haben wir noch ein paar im Lager? Schauen wir mal eben. Ja, wir haben sogar noch diverse im Lager, das ist gut. So, dann demontieren wir nochmal ein bisschen was. Komm, wir machen jetzt den ganzen Rest einfach weg. Dann haben wir es nämlich hier endlich hinter uns. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und schon haben wir wieder einiges stehen. Ich muss mal schauen, wie viel wir noch auf Lager haben. Ich glaube, komm, wir machen noch mal so eine Dreiergruppe dahin. Dann dürften wir, glaube ich, alles so weit weg haben, was wir noch im Lager hatten. Aber man merkt, es dauert jetzt schon länger, bis die Sachen da sind. Von daher bin ich optimistisch, dass wir da alles weg haben. Frage ist nur, was haben wir sonst noch auf Lager? Eine Kasse. Komm, die können wir schon mal verkaufen. Die verkaufen wir auch. Der Snackstand wird auch verkauft. Kaffeestand. Kleine Bar. Der Gepäckknoten. Kaffeetisch. 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 Alles weg. Die ganzen Futterläden, die sowieso keiner braucht. So, wir brauchen ja oben aber noch einen schickeren Boden. Den Fußboden finde ich auch recht schick. Den machen wir vielleicht oben hin. Wir machen jetzt hier erstmal wieder den... Machen wir den anderen? Ne, das ist der gleiche. Okay, alles klar. Machen wir den erstmal dahin. Und dahin. Und dann erweitern wir noch die Kaffeezone. Wo ist sie? So. Gehört jetzt alles dazu, ist das nicht herrlich? So, dann machen wir hier bald unser zweites XL-Gate hin. Wo dann die richtig dicken Bomber kommen. Ich überlege gerade, ob ich nicht noch ein bisschen Umwege machen will. Also hier hinten geht es jetzt... Leider nicht, weil wir kommen auch mit dem Rollweg, kommen wir auch gar nicht hier so nah an den Zaun ran. Aber hier hinten können wir noch einen machen. Ich denke, das sollten wir vielleicht auch. So. Dann haben wir nämlich da hinten auch wieder ein bisschen mehr Platz. Beziehungsweise haben wir hier, besser gesagt, die Möglichkeiten, dass die sich nicht alle im Weg fahren. Und so hat nämlich auch der A380 dann die Chance, von da oben direkt hier runter zu rollen. Ohne andere Flugzeuge zu überrollen. Was ich schon mal sehr gut finde. So, jetzt brauchen wir hier oben auch noch Fundament. Welche Überraschung.
Das wird auch nochmal richtig schön teuer. Apropos richtig schön teuer, der Spritpreis, der ist ja gerade richtig schön nicht teuer. Da sollten wir mal gucken, wie viel Vorrat haben wir denn noch? Null! Ist alles weg! Yo, Tatsache, wir müssen dringend was holen. So. Dann holen wir jetzt erstmal wieder ein fast volles Treibstofflager. Könnten uns natürlich bei Gelegenheit mal überlegen, ob wir die Tanks noch mal ein bisschen erweitern. Oh, und apropos erweitern. Ich glaube, die Abreisezone, die sollte auch mal ein bisschen erweitert werden. So, warte mal, wo ist er denn? Abreise. Staut sich ja hier doch ganz schön. So, ihr merkt, es ruckelt wieder und daran merken wir, es wird Fundament gebaut. Jetzt sind die denn schon leider noch gar nicht so weit. Das wird auch noch alles ein bisschen dauern. Leider dauern die Fundamente in der oberen Etage immer noch länger, als die normalen Fundamente ohnehin schon dauern. Aber was willst du machen, ne? Die Flugcrew-Lounge, die hat auch irgendwie, glaube ich, noch nie einer wirklich benutzt, oder? Ja gut, ist auch vielleicht ein bisschen schäbig, deswegen sollten wir da vielleicht mal ein paar Fenster hinmachen, dass man auch mal so ein bisschen rausgucken kann. Sushi-Stand, kein Umsatz. Kein Umsatz. Warum haben wir eigentlich zwei Sushi-Stände? Gut, da ihr nur Geld verbrennt und nicht ein bisschen Umsatz bringt, hau ich euch mal weg. Sollten vielleicht hier noch ein paar Kassen machen, weil das ist, glaube ich, bei der Menge an Plätzen ein bisschen wenig. Ich glaube, die erste Klasse Lounge, die wird auch so gut wie gar nicht verwendet, ne? Hm. Naja, schade. Ich hatte gerade kurz überlegt, wollen wir nicht hier oben auch noch was bauen, aber das macht, glaube ich, überhaupt keinen Sinn. Oder noch eine Etage drüber, mein Gott. Was soll denn da noch hin? Gut, wir hätten natürlich zum Beispiel die ganzen Büros oben hin machen können, da hätten wir hier noch viel mehr Platz für weitere Ticketschalter. Naja, ich weiß nicht, vielleicht modeln wir das irgendwann mal um, aber möchte ich jetzt keine endgültige Aussage zu treffen, weil das ist jetzt schlichtweg eine Möglichkeit, wie man es machen kann. Und da möchte ich mir einfach noch nicht festlegen. Ich hoffe, ihr versteht das. So, wir sind hier bald fertig. Das finde ich sehr, sehr gut. Okay, mit dem Löschen müssen wir sowieso noch ein bisschen warten. Machen wir auch hier oben noch mehr Rolltreppen hin. Brauchen wir auf jeden Fall, weil wir können ja hier im weiteren Verlauf auch noch weitere Gates hinmachen. Inwieweit das sinnig ist, weiß ich noch nicht. Kann ich noch nicht absehen. Müssen wir da einfach mal schauen. So, komm, fertig werden hier. Kommt nämlich leider schon wieder ein gewisser Besucheransturm. Aber man merkt, der Umweg, der... Okay, der hat jetzt irgendwie... Ist jetzt komplett rumgeguckt. Der ist jetzt von hier oben runter, um da wieder hochzufahren und zack. Ich wäre jetzt hier rumgefahren, aber gut, wenn da gerade nichts frei war, dann ist das halt so. So, da wird wieder betankt. Herrlich. So, ihr seid fast fertig mit dem Fundament. Und es ist fertig.
Gut, das war ein paar Sekunden zu früh, aber... Ich hoffe, ihr hackt mir dafür nicht den Kopf ab. Wir machen dann erstmal wieder den klassischen Boden hier hin. Keine Sorge, da werde ich bei Gelegenheit mir nochmal Gedanken zu machen, wie man das optisch ein bisschen aufhübschen kann. Und natürlich wieder Fenster. Damit es auch recht schick wird hier hinten. Sehr gut, wenigstens ruckelt das dabei nicht. Nicht so wie beim Fundament. Schön, schön, schön. So, dann können wir uns ja eigentlich schon mal dran machen und unser großes Gate aufbauen. Achso, ja, ich muss jetzt mal auf die untere Ebene, klar. So, dann machen wir das doch direkt ohne weitere Umstände. Macht erstmal noch schön die Fenster hin. Gut, warum ihr jetzt nicht einfach oben geblieben seid, das erschließt sich mir nicht ganz, muss ich gestehen. Warte, ich muss ja eben schauen, wo wir das... Ich würde sagen, wir machen einmal hier eine Treppe nach oben und eine Rolltreppe nach oben und darüber dann eine Treppe nach unten und eine Rolltreppe nach unten. Zack. So, dann brauchen wir hier natürlich noch eine Tür. Und, Moment, wie hießen die denn nochmal? Ach, Gate-Schalter, genau, entschuldigt bitte. So, und da wir ja diesmal eher wissen, dass wir mehr brauchen, machen wir das so. Ich mache hier mal, ja, bei vier, ich versuche es erstmal mit drei. Machen wir so. Brauchen wir natürlich noch Personal. 1, 2, 3. So. Jetzt sollten wir hier noch eine entsprechend schnieke Wartezone machen. Und da wir ja vielleicht hier oben noch Gates haben, sollten wir die auch entsprechend groß machen. Ich würde sagen, wir holen uns erstmal ein paar richtig schön dicke Brummer. So, hier, da sind alle sehr zufrieden. Das ist schön. Mal eine 777. Ich hätte jetzt eigentlich schon gerne direkt mit einem A380 angefangen, aber eine 747 tut es auch erst einmal. Eine 777. Nee, ist mir fast ein bisschen zu klein. So. Obwohl, reichen da 3 Stunden? Okay, wir versuchen es einfach mal. Und schauen mal, was dabei so rumkommt. So, hier haben wir A380. Den ziehen wir uns auf jeden Fall mal rein. Und hier haben wir noch eine 747 für nachmittags. Die nehmen wir auch mit. So, und auch dich ziehen wir mal auf 3 Stunden hoch. Hoffen wir, dass das reicht. Wir gucken uns das einfach mal an. Wie sich das im Laufe des Tages so gibt. Aber ihr Lieben, das machen wir beim nächsten Mal. Ich bedanke mich bis hierhin ganz herzlich fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Also bis dann, ihr Lieben. Tschüss, Sikowski.